So, liebe Freunde, willkommen zu Ein Jahr, ein Wolf 2023. Wir werden heute auf die schönsten Momente des letzten Jahres zurückblicken. Aber für alle, die zum ersten Mal einen Jahresrückblick bei mir sehen, wir werden nicht auf den ganzen Mist des echten Lebens zurückgucken, sondern auf das Jahr hier bei Wolf bei der EP. Ich erzähle euch ein bisschen was hinter den Kulissen so abging, Einzelheiten zu den einzelnen Projekten und dann kriegt ihr jeweils einen kleinen Zusammenschnitt der jeweiligen Projekte mit den lustigsten Momenten und wer weiß, vielleicht findet ihr etwas, was ihr sogar noch gar nicht kennt und euch gerne ansehen würdet, weil ihr jetzt in dem Zusammenschnitt merkt, wie lustig das eigentlich ist. Ich sag's euch auch besser gleich, die Zusammenschnitte sind rein für den Spaß. Das heißt, ich habe sie schön aus dem Kontext geschnitten, habe die Reihenfolge durcheinander geworfen, mal Stimmen, die im Hintergrund ein bisschen zu leise waren, ein bisschen lauter gemacht, wie man das halt so kennt, damit es richtig schön lustig wird. Also da könnt ihr euch schon drauf freuen. Und während ich rede, werden die ganze Zeit Thumbnails durchlaufen. Die haben sich ja in diesem Jahr auch ein wenig verändert, aber dazu kommen wir gleich. Aber bevor wir jetzt richtig loslegen, lasst uns doch zumindest mal ganz kurz zusammenfassen, was auf der Welt so eigentlich dieses Jahr passiert ist. Ich sag jedes Jahr, seitdem ich den Jahresrückblick habe, dass ich das Gefühl habe, es wird mit Jahr um Jahr schlimmer. Dieses Jahr ging es eigentlich, habe ich das Gefühl. Aber es war vor allen Dingen eins: lang. Kam euch das auch so unsagbar lang vor? Mir ja. Aber immerhin, das Hobo C, das uns die letzten Jahre ja immer gequält hat, geht langsam zurück. Es gibt weniger Fälle, beziehungsweise es wird weniger über Fälle berichtet. Es gibt, glaube ich, auch weniger Leute, die ins Krankenhaus müssen. Das ist doch schon mal schön. Dafür weiter Krieg. Und bei uns holen die rechten Spinner Erfolge bei Landtagswahlen. Und der Sommer war wie immer viel zu trocken. Da habe ich echt keinen Bock drauf zu gucken. Also widmen wir uns lieber dem, weshalb ihr hier eigentlich hier seid. Da stellt sich natürlich eher die Frage, wie begann das Jahr hier bei Wolf bei der EP? Und zwar eigentlich wie bei euch, mit Silvester. Dieses Jahr hatte ich mit Ray gefeiert, die ihr auch später noch in den einzelnen Zusammenschnitten hören werdet. Und normalerweise sage ich immer sowas wie, ein Jahr, in dem mein Headset nicht kaputt gegangen ist, ist ein gutes Jahr. In dem Fall weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich das so sagen möchte. Die Sache ist nämlich folgende. Dieses Jahr begann für mich damit, nämlich noch bevor irgendein einzelnes Projekt kam, dass mein Vater tatsächlich im Krankenhaus gelandet ist. Ich darf euch beruhigen, es ist jetzt alles wieder gut. Er wurde behandelt. Ihm geht es jetzt wieder top, er ist wieder topfit. Aber ja, war schon ein großer Schock und ich bin froh, dass er ins Krankenhaus gegangen ist, weil wenn die Ärztin an dem Tag nicht gesagt hätte, er muss sofort ins Krankenhaus, ich glaube, ihn wird es jetzt nicht mehr geben. Also, das war knapp. Kommen wir aber doch jetzt mal zu den Projekten. Also projekttechnisch haben wir erstmal sehr viel aus dem alten Jahr ins neue übernommen. Natürlich sowas wie die Klassiker Pokémon Trading Card Game und Yu-Gi-Oh! Master Duel, aber auch sowas wie Digimon Survive, was ja noch lief, Monster Hunter und auch Black Book, was dann tatsächlich überhaupt nicht ankam zu der Zeit und heute immer noch auf einige Parts sehr wenig Aufrufe hat, aber seitdem tatsächlich einen riesen Schub gekriegt hat, viele Aufrufe gekriegt hat seitdem. Finde ich wirklich unglaublich. Und ja, an dem Punkt befanden wir uns dann. Im Januar, alte Projekte liefen und irgendwann wurde es dann tatsächlich mal Zeit für ein neues Projekt. Und das hat sich ergeben dadurch, dass ich den Denkdonnerstag ins Leben gerufen habe. Der Denkdonnerstag war so gedacht, dass ich die Möglichkeit habe, im Livestream Point-and-Click-Adventures zu spielen und sie mit euch zusammen zu machen, damit weniger Leute sich die Köpfe an Tischplatten hauen, wenn ich zu dumm bin, ein Rätsel zu kapieren. Dafür haben wir als erstes Projekt gewählt Lost in Play. Ein wunderschönes Point-and-Click-Adventure, welches sich so an Mystery-Cartoons wie zum Beispiel Gravity Falls oder auch an Steven Universe und ähnlichem orientiert hat, welche ich auch gesehen habe und sehr, sehr toll fand.
Und auch das Spiel fand ich unheimlich toll. Es hatte einen wunderschönen Stil, es hatte einen tollen Humor. Es hat mir wirklich super gut gefallen. Ich habe das Ganze verbal mit Hutz, mit Lumi, ich glaube Sly war auch noch mit dabei, gespielt. Und obwohl, ich glaube Sly war diesmal nicht dabei. Aber auf jeden Fall, es war unfassbar schön, das Spiel. Und es hat so viel Spaß gemacht. Kann ich euch nur sagen, es war wirklich, wirklich toll. Und ja, das Einzige, was ich bemängeln kann, ist, dass es zu kurz war. Also nach knapp 3 Stunden waren wir, glaube ich, mit dem Ding durch, wenn überhaupt. Und ja, ich würde mir wünschen, dass von dem Entwicklerstudio noch ein bisschen mehr kommt, auch in dem Stil. Und ja, ich kann jetzt viel darüber erzählen, aber ich würde sagen, ich zeig's euch einfach. Ich wünsche euch viel Spaß bei Lost in Play. Ich weiß, wieso das Bild einen Sprung in der Schüssel hat. Wegen meinem Gesinge. Ja, du hast das wahrscheinlich schon eine halbe Stunde angeguckt. Davor war es noch ganz. Oh, wie es guckt. Oh no. Killerhütchen, oh mein Gott. So, Brüderchen. Zeit zum Aufstehen. Ich verstehe ihn. Wir sehen auch unheimlich begeistert aus. So was gibt's hier nicht. Aber warum nicht? Wir haben Zeitdruck, da wird nicht gerannt. So, wo sind mehr Enten? Serup. Hat die gerade Ohrenschmalz verfüttert? Hat sie. Ah ja. Oh Herrgott, ihr Sohn. Was hat denn lange gefressen? Da ist eine laufende Mülltonne. Und das ist merkwürdigerweise nicht das Merkwürdigste hier. Okay. Oh, und ich darf es jetzt zusammenbauen, oder was? Ja klar, deine Schwester hat ja auch ewig gebraucht, um dieses zweite blöde Rad vom Fahrrad zu kriegen. Ach, das ist eine IKEA-Anleitung, geil. Gott, ist das gut. Ist das gut. Bruder gefressen, kann ja mal passieren. Jetzt weiß ich nicht. Oh, ist so klar. Aber hat einen 3D-Fernseher. Oh, ist schön. Ja, dann viel Spaß. Ja, also Spaß hatten wir mit dem Spiel auf jeden Fall. Und ja, es musste leider, wie so vieles andere, zu einem Ende kommen. Merkwürdigerweise kam aber sehr, sehr viel gleichzeitig zu einem Ende, weshalb es ein echtes Rennen darum war, was zuerst startet. Und das Spiel, das zuerst gestartet hat, war Across the Obelisk. Ebenfalls ein Spiel, das wir im Livestream gespielt haben, wie dieses Jahr tatsächlich relativ viele Spiele. Und ich habe das Ganze nicht alleine gespielt, sondern mit Hutz und Bisa. Ray stieß dann nachträglich noch dazu und wir haben zu viert dieses Spiel durchgespielt. Es handelt sich dabei um ein Roguelike-Spiel, bei dem man mit einer Gruppe aus 4 Personen eine Art Dungeon durchleben muss und versuchen muss, mit Kartenkampf, wie man das aus beispielsweise Slay the Spire kennt, zu gewinnen. Ich habe dieses Spiel vor, weiß gar nicht mehr wann, einmal gefunden und habe mir dann gedacht, Multiplayer, Slay the Spire, das klingt doch eigentlich schon mal alles nach Sachen, die du magst. Lass das doch einfach mal mit Leuten machen. Und das haben wir gemacht und es war lustig, aber es war lang. Es ist mit, glaube ich, eines der längsten Projekte dieses Jahr gewesen und ich bereue nicht, dass wir es gemacht haben. Also ich hatte sehr viel Spaß und es ist wirklich ein unheimlich tolles Spiel. Und wenn ihr ein paar Freunde habt, was ich doch hoffe, und ein bisschen Zeit, vielleicht spielt ihr auch mal ein paar Runden. Und dementsprechend, wie blöd das aussehen kann, das seht ihr jetzt. Ich bin der Schildheinzel, Bisa haut um und Hutz steht hinten dran und zaubert. Hier wird nicht vorbereitet, hier wird blind einfach gelitten. Wie sich das gehört. Er fängt unten erstmal mit einer riesen Latte an. Also bitte! Oh Herrgott, ich brauche unbedingt Heilung für dich. Findest du? Also,
Mir geht's noch gut. Oh, Zeilweg! Wo ist dein Leben hin? Weiß nicht, letzte Woche habe ich's noch gesehen. Etwas Heilung für die Armen. Lisa, bring was um. Was? Egal was. Heul sie langsam. Heiler schützen. Mich schützen. Mich schützen. Mich schützen. Das Team muss bloß überleben. Welches Team? Ihr zwei. Wolf. Und. Ich hab ein bisschen viel Gift. Kannst du da was machen? Ich kann dir einen Karpfen an den Kopf werfen. Ich blute, ich bin vergiftet, meine Rüstung ist kaputt, meine Füße sind kaputt. Und ich bin verrückt. Aber brenn tue ich nicht. Ich komm jetzt, ich heil dich. Vielleicht, wenn du Glück hast. Ich ertränke meine Trauer in Mana. Ja, ich hab immer Angst vor Damen, weil Damen, die sind meistens magisch. Ich mach mal Schild. Und... Wollen sie vielleicht mit uns... teilen. Nein. Runde 2 und das Schild sitzt. Nein. Könnt ihr damit aufhören? Es tut weh. Ich möchte lieber, dass das Schwein brennt. Was? Ich möchte ihm die Beine brechen, bitte. Ich verteile mein Gift unter den Armen. Es wurde nicht gesagt, wessen Arme es sein sollen. Da ist ein Auge. Ja. Guck es nicht so direkt an, das ist ihm unangenehm. Ich hab ein Bein verloren, bei mir geht's noch gut. Das läuft sich weg. So, ich bin voll. Ja, das egal wie viel du getrunken hast, greif an. Nur wenn sie nicht da sind, dann sind sie nicht da. Ich sah noch einen Löwen mit. Danke sehr. Was ist das? Den esse ich aber später. Ihr macht das noch zu zweit, nicht? Ja. Lisa? Könnte schwer werden. Tschüss. So schnell kann man sich einfach aus dem Staub machen. Aber ja, das Spiel ging zu Ende und ihr habt vielleicht auf dem Thumbnail bemerkt, es hat einen Trend gesetzt, den ihr noch sehr oft dieses Jahr sehen werdet. Nämlich, dass auf dem Thumbnail nicht mein normaler Wolfpad-LP-Wolf drauf war, sondern meine Persona tatsächlich, von der ich viele, viele Bilder gesetzt habe. Und das wird später im Jahr dann tatsächlich Trend werden. Und auf fast allen Thumbnails wird nicht mehr der alte Wolf drauf sein. Schade, aber so ist es halt. Passend zum Thema Thumbnails kommt jetzt auch unser nächstes Projekt, nämlich Juju Charles. Ein kleines Horrorspiel mit einem Gruselzug, der doch sehr an Thomas die kleine Lokomotive erinnert. Dieses Spiel habe ich ebenfalls mit Hutz gespielt, allerdings nicht im Livestream. Und bei den Thumbnails, die jetzt hier auch nebenbei durchlaufen, sieht man schon eine Änderung zu den Thumbnails, die noch letztes Jahr aktiv waren. Nämlich, ich benutze jetzt tatsächlich seit diesem Jahr die Bilder aus dem jeweiligen Video fürs Thumbnail und packe nur noch Schrift und so weiter drüber. Das war eine Änderung, die sich im letzten Jahr angebahnt hat, als ich das in Karmesin schon so leicht angefangen habe und dieses Jahr jetzt voll durchgezogen habe. Nicht bei allem, hat man ja bei Across the Obelisk gesehen, aber zumindest bei dem hier. Und vielen, vielen Nachfolgern. Aber jetzt, ich schweife ab. Also, das Spiel ist von einer Person gemacht worden, glaube ich. Und Juju Charles ist, ein Kampf ums Überleben auf einer kleinen Insel, wo man in einem Zug sich eben gegen Charles wehren muss und auch oftmals den Zug verlassen, was zu doofen Situationen führen kann, wenn er gerade auf der Jagd nach einem ist. Und ja, wie das bei Hutz und mir aussah, das seht ihr jetzt. Ja, du solltest dich nicht alleine unten umsehen. Du bist nicht der Protagonist, du hast keine Plot-Armor. Okay. Eugene! Wir sind ab. Bremst vielleicht. Oh. Hat von sich aus gebremst. Tschüss, Eugene. Gib Gummi. Über Eugene reden wir nicht mehr. The archivist my father told me about. Although, I'm disappointed to see that he chose to stay on the mainland. Rather than return with you. Ja, der ist an Land geblieben.
Er ist nicht wieder mit auf die Insel gekommen. Und wurde definitiv nicht von Charles gefressen. Ich hasse dich, Barry. Barry will doch nur dein Freund sein. Sumpf-Barry hat gar keine eigenen Freunde. Ja, das glaube ich. Ja, er wollte mit uns Spaß haben. Aber dem springen wir mit beiden Backen ins Gesicht. Charles hat jetzt eh erstmal die Schnauze voll von uns. Das ist richtig. Hätte ich auch, wenn man mich mit dem Flammenwerfer beschießt. Ich habe die Leute gerade mit dem Flammenwerfer niedergemetzelt. Aber. Das war eine sehr pazifistische Grillaktion. Ich gebe es ganz schnell ab, dann renne ich zurück zum Zug. Ich renne zurück zum Zug. Slender die 8 Pages oder was? Aber es sind doch nur 7. Zettel. Den lese ich wann anders. I must know. Do you have any experience with ghosts? Also, wir haben ein bisschen Phasmophobia gespielt. Ich bin fit. Machst du das immer so? Aus dem fahrenden Zug springen? Ja, natürlich. Ich fahre nicht mehr Zug. Wo steigst du denn sonst aus? Ja, es läuft gut. Wo zum Henker bin ich hier? Ach du Scheiße! Entgleist bist du. Das sind wir tatsächlich mehr als einmal. Aber es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Nochmal danke, Hutz, dass wir das zusammen gespielt haben. Und zur gleichen Zeit, also wirklich am gleichen Tag, an dem Choo-Choo Charles Part 1 hochgeladen wurde, wurde auch One Piece Odyssey Part 1 hochgeladen. Ein Projekt, das sich als neues Langzeitprojekt etablieren würde und das auch jede Menge Spaß gebracht hat. Und Zuschauer. Ich habe es selber nicht für möglich gehalten, aber die Views sind wirklich auf Zahlen geklettert, das glaubt man nicht. Teilweise über 500-600 Zuschauer für ein so ein Video, also wirklich für mich utopische Zahlen, hat mich überrascht und hat mich sehr gefreut. Bei dem Spiel, das war zu dem Zeitpunkt neu rausgekommen, sind die Strohhüte mal wieder auf einer Insel gestrandet und müssen diesmal in Kämpfen, die nicht Echtzeitkämpfen, sondern in Strategiekämpfen, rundenbasiert, sich durchprügeln und das Geheimnis der Insel lösen und sich natürlich gegen die Gefahren und auch so manch einen Feind in der Erinnerung zur Wehr setzen, denn das Spiel spielt sehr viel mit den Erinnerungen der Strohhüte. Es macht sehr viel Spaß, die Story ist tatsächlich besser, als ich sie anfangs erwartete. Und wie gesagt, die Zuschauer haben es auch gemocht. Es war wirklich ein schönes Projekt. Das Einzige, was mich ein bisschen an dem Ding gestört hat, ist, dass man oftmals von A nach B nach C laufen musste. Also man wurde wirklich sehr viel hin und her geschickt. Das hat mich leider als Spieler ein bisschen gestört, weil man dann auch immer nur feste Schnellreisepunkte hatte. War ein bisschen doof, hätte ich mir anders gewünscht. Und ja, ich kann gar nicht so lange reden, dass alle Thumbnails hier oben für euch durchlaufen. Ich habe mir ein paar rausgesucht, die ich schön fand. Und ja, ich würde sagen, ich rede hier gar nicht weiter um den heißen Brei rum, sondern lasse euch jetzt mit diesem schönen Singleplayer-Spiel alleine. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei One Piece Odyssey. Ey, wartet, wir müssen erst unser Essen und unser Wasser zurückholen. Spielverderberin Nami. Sieht nicht aus, als ob ich was davon essen könnte. Dafür, du kannst von allem etwas essen. Gibt's hier keine Fische? Ich hab Hunger. Oh, ich verstehe dich so gut, Würfel. Oh. Was ist das jetzt? Ein überreifes Bananenkrokodil? Ein Eichhörnchen. Oder sowas. Oh Gott, ist das Vieh hässlich. Wenn es Stress will, kannst du den haben, ne? Was willst du eigentlich? Und warum habt ihr Essen auf dem Kopf? Ja, seht ihr mal, wie wenig Ahnung ich von Orientierung habe. Ich bin der Zorro des echten Lebens. Ich stelle mich nicht dumm, ich bin so. Was zum Henker, warum wurden wir auf einmal angegriffen? Vielleicht, weil ihr über den riesigen Knochenhaufen gelaufen seid. Nami haut Robben mit dem Stock. So, jetzt ist es raus. Er bringt halt ein Schwert zum Faustkampf mit. Es ist unfair, aber effektiv. Der tut nichts, der will nur spielen. Was sollen wir mit ihm machen? Er ist durchgedreht. Erschießen. Du erschlägst noch jemanden. Ich rieche Nami. Hast du wieder nicht geduscht, hä?
Wow, was ist das denn? Was hat das zu bedeuten? Das bedeutet, dass wir gleich richtig Ärger kriegen. Nicht Karu. Von mir aus verprügelt Vivi, aber verprügelt nicht Karu. Leute, euer Ernst, das ist doch total verdächtig. Ich habe ihn schon gegessen. Zorro, verdammt. Ja, sie scheint keine Piratin zu sein. Nein, sie ist eine Prinzessin. Hast du eben im Rückblick nicht aufgepasst? Er sieht aus, als ob er sich den Schnauzer nur angeklebt hat und unter seiner Mütze nicht wirklich was sieht. Wow, ein bisschen Superkraftsud. Was ist das für ein großes Rohr? Wen interessiert das schon? Wir müssen nach Abana. Vivi ist in Gefahr. Das nennt sich Kanone. Da hinten ist jemand blau. Nicht besoffen, aber blaue Anzahl. Vielleicht beides, man weiß nicht. Wir müssen uns wohl aufteilen und getrennt suchen. Robin, du versuchst diese Schrift zu entziffern. Der Raum ist ungefähr 10 mal 10 Meter groß. Ihr braucht euch nicht aufteilen. Ich stehe auf sehr vorlaute und wüste Tomaten. Das war ja verrückt. Ja, aber es hat funktioniert. Es ist nicht blöd, wenn es funktioniert. Ist die Erinnerungswelt jetzt wieder normal? Wenn alles wieder so wie vorher ist, ja. Ja, Nami? Das bedeutet normal. Nicht jeder der Dialoge war unbedingt wirklich Gold wert, aber es hat Spaß gemacht. Jetzt hatten wir aber ein Problem. Wir hatten viele Langzeitprojekte und das brachte uns dazu, dass wir im Januar nichts mehr machen konnten. Aber nachdem der Denkdonnerstag wieder frei wurde, mussten wir ja ein neues Point-and-Click-Adventure angehen. Und ihr seht es schon im Thumbnail, es ging natürlich um Lord Winklebottom Investigates. Ein wirklich, wirklich tolles Point-and-Click-Adventure, bei dem man den Giraffendetektiv Lord Winklebottom spielt, der den Mordfall seines alten Freundes Aristotel, eines Axolotls, auf einer Insel aufklären muss. Zur Seite steht ihm sein treuer Assistent Dr. Frumpel. Und ja, in klassischer Sherlock-Holmes-Manier geht man um die Insel und versucht Hinweise zu finden, um das Verbrechen letzten Endes zu lösen. Es ist ein sehr schönes Spiel, das sehr stark damit spielt, dass es sich dabei eben um anthropomorphe Tiere handelt und nicht um Menschen. Und das tatsächlich auch eine Erklärung dafür liefert, wo die Menschen hin sind und in was für einer Zeit man sich befindet. Wirklich ein schön durchdachtes Spiel, das mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat. Ich mochte den Humor und ich mochte auch die Synchronsprecher. Daher hatte ich mit diesem Spiel enorm viel Spaß. Ich weiß, es hatte nicht jedem so gut gefallen wie mir, aber ich fand es sehr, sehr schön und es hat viel losgetreten, da die Entwickler auch mit anderen Entwicklern zusammengearbeitet hatten und in ihren Spielen Hinweise gegenseitig versteckt hatten auf andere, ja, Spiele, die wir dann im Anschluss angegangen sind, aber dazu kommen wir gleich. Jetzt ohne weitere Umschweife möchte ich euch einfach viel Spaß wünschen und guckt es euch an, die lustigen Momente von Lord Winklebottom Investigates aus den Livestreams. A bust of the great composer Beethoven. Das ist der ein Hund namens Beethoven. Unser Kollege hier kann eine Tasse halten. Ich glaube nicht, dass wir das können. You didn't read them, did you? Nein. And how? So you're B then? And I take it old Aristotle Gilfrey was A. Ah, Frumpe. Hackgefühl, aber auch wirklich. Passend zu deiner Spezies. So, gucken wir uns mal die lecker aussehende Pflanze an. Lovely, delicious flowers. I'm rather fond of this scarf. Shame it's been on the short side, though. Andere kannst du damit mumifizieren. Ja, das musst du ja im Prinzip auch machen. Stell dir mal vor, der braucht doch Jahre. Da ist der Winter vorbei, bis der Eimer den Hals komplett eingewickelt hat. Also, wenn er die Augen zu hat und mit der Spritze kommt, würde ich ausschreien. Was erwartest du dann? Dass, wenn ich mit ihr rede, sie mich anguckt. Blöd, dass Lord Winklebottom so weit weg vom Boden ist. Da konnte er einen kriechenden Verbrecher nicht sehen. Also warum sollte er sagen, normalerweise, also wenn so ein Mord passiert, dann sind das immer die Familienangehörigen. Meine Freundin hier nebendran gehört zur Familie. Seit wann sind Giraffen so geizig? Seit sie den Hals nicht voll genug kriegen. Ey, habt ihr den richtigen Hals dafür?
Essen war sehr gut, wenn er sich erinnert. Wahrscheinlich die Tischdeko, die er gegessen hat. Es ist ein dicker Frumpelgeist. I mean, woo, I am a scary ghost, woo. Ja, er ist auch ein sehr guter Geist. I say, you don't think this had anything to do with us messing around with that water system, do you? Doch, ich befürchte. Ich befürchte, hat genau damit zu tun, dass wir damit herumgepfuscht haben. Mit was soll sich Frumpel verteidigen? Mit seiner Teetasse? Ich kann sie nicht dazu bringen, sich spontan zu entzünden. Warum nicht? Ich will jetzt nichts sagen, aber dem seinem Hemd hat echt viel zu halten. Ja, das ist ein starkes Hemd. You can be certain that Lord Winklebottom will get to the bottom of it. Ich glaube, mit seinem langen Hals kommt Lord Winklebottom auf den Boden von allem. Mit seiner Zunge schafft er es sogar bei so Stapelchips bis an den untersten zu kommen. Auch ohne Hände. Ein tolles Spiel. Und als auch das zu Ende ging, gingen wir auch dann direkt zum nächsten Spiel über, nämlich Inspektor Waffles. Auch ein wunderschönes kleines Spiel mit einer Katze als Ermittler in einer Stadt voller Katzen und ein paar Hunden. Wie es in solchen Kriminalgeschichten so ist, geschieht auch hier ein Mord und wir müssen ihn aufklären. Inspektor Waffles ist dabei im Pixel-Look und macht auch jede Menge Spaß. Also es hat viele Katzen- und Hunde-Anspielungen, werdet ihr auch gleich im Clip sehen. Und es macht einfach unheimlich viel Spaß. Also ich habe das Ganze mit Hutz zusammen synchronisiert und wir hatten glaube ich einen ganzen Batzen Spaß mit diesem Ding. Ist eins von drei Spielen, die sich so ein bisschen verbunden haben. Eine Anspielung auf Inspector Waffles war schon in Lord Winklebottom. Und ja, also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich würde mich freuen, wenn noch ein weiteres Spiel dieser Reihe kommt. Weil, ja, wie auch bei Lord Winklebottom, es einfach einen Haufen Spaß gemacht hat. Ich weiß gar nicht, was ich großartig dazu sagen soll. Also zeige ich es euch einfach. Viel Spaß mit Inspector Waffles. Wir können Sprachen auswählen. Englisch, Französisch, Miau oder Wuff. Okay. Oh, das funktioniert tatsächlich. Das funktioniert. Patches ruft an. Wer ist denn jetzt Patches? Das sind die, die du noch runterladen musst. Le Petit Chanson Parisien. Ich weiß nicht, von was sie reden. Das ist Französisch. Sieht eher aus wie ein Angriff von einem Wolf. Ich weise jegliche Schuld von mir. Ich wünschte, ich hätte jetzt einen Stift hier liegen. Ich würde mir gerne aufschreiben, dass... Ich habe einen Stift hier liegen. Ich habe das mit dem Wolf notiert. Hast du aufgeschrieben, ich war's? Nein. Woher weiß der, dass das ein Hund war? Der ist echt gut. Schreib mir das gleich auf. Verdächtig weiß zu viel. Langsam fügt sich... Falsche Tür. Aber da hast du eine Pizzaschachtel. Also wir sind definitiv in der Mafia. Achso, ich dachte, wir sind bei mir zu Hause. Hast du die Kaffeemaschine übertaktet? Ja. Erzähl's nicht, Patches. Wer übertaktet eine Kaffeemaschine? Wir werden ihr Buch so schnell es geht wie möglich finden. Ist ja nicht so, als hätten wir es gerade in der Manteltasche. Das ist richtig. Achso, ja gut. Ich wusste nicht, dass bei dir die Höhle der Löwen ist. Ja, ab und zu mal. Ist immer so nervig, die Fernsehteams wieder da rauszukriegen. Vielleicht finden wir einen... Wirklich? Er ist wirklich? Hier! Ein Gewissen erzählt immer nur das, was es sagen soll. Nee, eben nur nicht, weil es die Übersetzung nicht hinkriegt. Ich kann mehr essen und trinken als jeder andere. Wissen Sie? Ja, sogar den dämlichen Plastikspender in der Bar hat er gefressen. Aber wenn sie eher kühle Nächte mag, warum brennt dann der Schornstein? Nicht, warum brennt der Schornstein, aber warum kommt Rauch aus dem Schornstein? Danke, aber ich bin nicht für Ananas hier. Bin nie für Ananas irgendwo. Nach diesem katztastischen Spiel wurde es dann Zeit, dass es ein neues Hauptprojekt gibt. Und da habe ich mir gleich den guten Hutz nochmal geschnappt. Und wir sind an Digimon World Next Order gegangen. Eigentlich sollte ich das mit Dark Slicer machen, aber Dark Slicer hatte zu dem Zeitpunkt keine Zeit, wenn ich Zeit hatte, weil dummerweise ich auch in meinem Bachelorpraktikum gesteckt habe. Das heißt, sehr, sehr viel Zeit da reingeflossen ist, gerade vormittags und mittags. Und
zu der Zeit, wenn ich aufnehmen konnte, konnte Dark Slicer nicht. Und wenn Dark Slicer mal gekonnt hätte, habe ich nicht gekonnt. Also wirklich ganz blöd. Dementsprechend haben Hutz und ich das gemacht. Und es hat sehr gut funktioniert. Wir hatten sehr viel Spaß. Das Spiel hat angeknüpft an Digimon World, das klassische, was es auch bei mir auf dem Kanal gibt, falls es Leute gibt, die sich dafür interessieren. Und es spielt tatsächlich einige Jahre später mit Charakteren, die man aus Digimon World schon kennt. Ein paar, die man aus Digimon Cyber Sleuth kennen würde, wenn ich es schon gespielt hätte. Dementsprechend kannte ich sie nicht, vielleicht kanntet ihr sie. Und ja, im Spiel hat man zwei Digimon-Partner, die man in Digimon-World-Manier trainiert, füttert, aufs Klo bringt und Digimon in die Stadt holen muss. Ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Es enthält sehr viel Farming. Ich wollte am Anfang bei dem Spiel das so machen wie in Digimon World, dass ich offscreen farme und offscreen halt zum Beispiel unter so einem Zeitraffer das Training mache, dass ihr das seht. Die Sache ist, wir haben so viel lustigen Quatsch geredet während dem Training, dass ich es eigentlich nicht machen musste. Also wer sich an das Original Digimon World erinnert, da hatte ich immer gemacht, dass ich trainiert habe und quasi bis zum Champion-Level habe ich alles in Zeitraffer gepackt. So, da hat keine Sau geredet und da ging das. Problem ist, wenn ich das jetzt mit Hutz und mir gemacht hätte, wäre Mickey Mouse rausgekommen und hätte gemacht. Das wäre irgendwie ein bisschen ganz komisch gewesen. Dementsprechend haben wir das nicht gemacht und sind dann dabei geblieben, dass wir das einfach drin lassen. Es ist ein bisschen länger geworden, aber ich denke, wir haben eine ganz gute Mischung gefunden und es macht auf jeden Fall jede Menge Spaß und es sind so viele lustige Momente rausgekommen. Ich musste tatsächlich den Zusammenschnitt etwas kürzen, ich hätte den noch deutlich länger machen können, aber das hätte einfach jegliche Grenzen gesprengt. Gut, Leute. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit einer ganzen Menge Quatsch aus Digimon World Next Order. Das ist unser erster Begleiter? Nein, das ist Machine Dramon. Den würde ich dann gerne nehmen. Aber ist es Freund oder Feind? Weder noch, es ist ein Meerschweinchen mit Flügeln. Hallo, wer bist du? Bist du einer dieser Menschen? Oh, ich verstehe. Du hast den Machine Dramon gesteuert. Du magst das Chaos in Florazin zu stiften? Ich mach dich fertig. Nein, ich muss weitermachen. Ich habe endlich Hulf getroffen. Und jetzt soll ich sterben? Ja. Du bist zurückgekommen. Ich habe gute Nachrichten. Du wurdest verprügelt und dein Digimon sind tot. Sei nicht traurig, dein Partner könnte wiedergeboren werden. Könnte? Das wirkt so, wir müssen etwas gegen das Problem unternehmen. Ulf, geheim. Was in der Nähe? Aha. Eine Erdbeere in der Größe meines Schienbeins. Und Gigimon ruft, wir stehen neben dir, Gigimon. Ich weiß, man sieht ein bisschen schlecht bei der Frisur, aber wir sind da. Sag bloß, du bist überhaupt nicht böse. So würde ich das jetzt nicht sagen. Aber ich bin auf jeden Fall nicht dein Feind. Na komm, unterwegs war auch noch ein. Ja, die können ja nichts. Gib uns dein Essensgeld. Ja, du musst nicht gehen. Ich hab's. Einer von uns könnte ihn überwachen. Und wer soll das machen? Der Erste, der Hulf sagt, den schubse ich von der fliegenden Insel. Wir hulfen ihnen. Es ist vielleicht nicht das Mega-Level, das wir uns gewünscht haben, aber es ist ein Mega-Level, das wir verdienen. Ich glaube nicht, dass er sich an dich erinnert, Hulf. Hulft ja nichts. Guckt nicht so blöd. Das, wenn es will, kann es euch töten. Will nur nicht. Wolf, ich habe gute Neuigkeiten. Du bist zurück. Ich bin noch gar nicht weg gewesen. Ich bin nachtaktiv. Tagsüber bin ich immer müde. Du bist jammeraktiv. Es ist nicht flauschig. Es ist nicht hübsch. Ich finde das gut. Dafür bist du auch tot. Dann kannst du auch auf unsere Hilfe zählen. Und die nächste Fahrt geht rückwärts. Nee, mein Essen geht rückwärts. Du magst Gemüse und dein Lieblingsessen ist das Blut von Unschuldigen. Nein, noch gar nicht. Wie aus dem auch sei, wo ist Gigimons Haus? Gibt zwei Häuser hier. Wenn ihr in der Trainingshalle seid, seid ihr falsch. Und ich wollte ihnen nur einen Lachapfel geben, dass sie glücklich werden. Oh, fuck! Ja, und so verging die ganze Zeit.
Und die Monate gingen ins Land und dann hatten wir plötzlich schon Ende März und es war irgendwie nichts mehr Neues erschienen. Außer ein paar Angezockts, die ich mal so zwischendurch reingeworfen habe. Und da wurde es doch mal wieder Zeit für ein neues Sonntagsprojekt. Und was ich da anbot, war, dass zum 1. April tatsächlich ein neues Sonic-Spiel rauskam, nämlich The Murder of Sonic the Hedgehog. Ein Point-and-Click-Rätselspiel, wovon wir dieses Jahr ja relativ viel hatten, im Stil von Sonic. Also wirklich ein Sonic-Spiel, das von Sega erlaubt wurde, glaube ich nur, nicht von Sega offiziell entwickelt. Bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Dieses Spiel stellt den Mordfall von Sonic dar. Also es gibt ein Murder Mystery in einem Zug zu Amys Geburtstag. Und Sonic soll dabei umgebracht werden von jemandem und Amy soll in Kombination mit Tails, glaube ich, den Fall lösen. Also Amy spielt dabei eine Journalistin und Tails den Detektiv. So, die sollen den Fall lösen, wer Sonic ermordet hat. Wir sind dabei Angestellter im Zug. Und schnell stellen wir fest, dass irgendwie irgendwas nicht stimmt und eventuell Sonic wirklich umgebracht wurde. Und dabei treffen wir natürlich auf die Leute, die ihre Rolle spielen sollen, die aber nicht immer sich an ihre Rollen gehalten haben und müssen den Fall aufklären. Und ja, die Auflösung am Ende ist sehr lustig und teilweise ein bisschen vorhersehbar, wobei ich mich oftmals auf die falsche Fährte habe bringen lassen. Und wie das Ganze aussah, das seht ihr jetzt. Das ist ein State-of-the-Art High-Speed Smart Train mit all den neuesten Eigenschaften und nur einer Mikrowelle. Ja, scheint, als ob jemand das ganze Salz von ihnen gelutscht hätte. Oh nein, Knuckles. Ich mag deinen Hut oder bitte schlag euch nicht zusammen. Lass uns dem Zug der Gedanken folgen und ein Comeback feuern. Wie Sonic es tun würde. The fuck? Was würde Sonic tun? Nachdenken. Das würde Sonic, glaube ich, nicht tun. Wenn ich einen Ring hätte für jedes Mal, dass ein Mord meine Nickerchenzeit stört, dann hätte ich jetzt einen Ring. Schlosser. Mein Gott, ich muss jetzt wirklich für Schlosser machen. Wolf, du bist eine Schande für deine Zunft. Okay, Vector, Knuckles. Oh nein, Vector hatte einen Punkt mehr als Knuckles. Ich denke, du könntest irgendwas auf der Spur sein. Es klingt wie eine Bombe, das ist bestimmt nur eine Eieruhr. Espio, ist das wahr? Vector war der Einzige, der gesehen hat, dass du liest. Ah, es waren noch andere Leute hier im Zug. Lass uns unser Argument zusammenkriegen. Kein Problem. Shadow ist hier durchgekommen. Wenn er sagt, nur... Lass uns nochmal loslegen. Das habe ich jetzt verkackt. Oh, er hat die Türen zugemacht, dass nur Amy durch kann. Dass er ihr in Ruhe das Geschenk geben kann, weil er ja nicht so gerne sentimental ist. Der alte Softie. Bay City. Keine Ahnung, das Wort kenne ich nicht. Happy Birthday to Amy. And her sparkling personacity... Ach so. Oh Gott, der passt einfach die Worte an. Kein Wunder. Mein Talent ist bei dir verschwendet. Ja, viel davon hattest du ja nicht. Naja, falls es ihn tröstet, ich habe auch nicht so viel Talent für sowas. Nun gut, wir hatten jetzt April und ja, das bedeutet Ostern. Schon in 2022 hatte ich als Osterevent einen großen Livestream mit über 4 Stunden, die wir Lost Ark 2 gespielt haben, mit unheimlich vielen Leuten, viel zu viel, um sie alle aufzuzählen. Und ein paar der bekanntesten sind zum Beispiel Hoods und Sly, den man ja zum Beispiel auch aus Randall's Monday kennt, was übrigens im nächsten Jahr eine Fortsetzung bekommen soll, die wir auch garantiert spielen werden. Und ja, wir haben Lost Ark, wie gesagt, 2022 gespielt. Da ich allerdings viele Sachen, die wir früher einmal im Livestream gespielt haben, noch auf der Festplatte liegen habe, bin ich nie dazu gekommen, es zu schneiden. Und dieses Jahr war es dann soweit. Zu Ostern habe ich Lost Ark 2 als
geschnittene und in der Beschreibung des Videos als ungeschnittene Version released. Die geschnittene hat mehr Aufrufe gekriegt und das verstehe ich auch. Viele lange Passagen habe ich einfach rausgeschnitten und tatsächlich die geschnittene Version ist nur 2 Stunden lang, während, wie gesagt, die Originalversion knapp 4 Stunden geht. Also, ja, man merkt auch unsere Müdigkeit und ich würde sagen, ich kann viel darüber reden, wie frustrierend dieses Spiel ist. Wir haben viel zu spät herausgefunden, dass es mit Controller viel einfacher ist. Die Sachen, die ihr in dem Video seht, sind fast alle bis zur letzten Stage, die wir gemacht haben, tatsächlich mit, also der Straße am Ende, sind tatsächlich alle mit Maus und Tastatur gewesen, was das Ganze nicht einfacher gemacht hat. Ich habe tatsächlich auch die meisten Stages im Nachgang noch mit Controller hingekriegt. Also bis auf, glaube ich, die Straße, also die letzte Stage, habe ich alle mit Controller geschafft. Und halt die Bonus-Stages habe ich auch nicht hingekriegt. Die hatten wir dann ja im Challenge-Stream. Gut, Leute. Aber ich würde sagen, ihr guckt euch das einfach an. Viel Spaß bei Lost Egg. So, ihr Freunde der einfachen Unterhaltung, der eiserne Nerven und der einzigartigen Betonung. Mit der Wii-Fernbedienung soll ich das spielen, Meloetta. Aber es wäre bestimmt lustig mit der Tanzmatte. Ich hole den Backofen. Damit spiele ich das. Das geht in VR? Nein. Nein. Geht auch nicht mit Tanzmatte, obwohl man das bestimmt hinkriegt. Ah ja, wie böse ist das denn? Ja, deswegen habe ich doch vorhin geflucht wegen Gelb. Das hat mich von oben runtergedutscht. Ah, fuck, so weit kann man nicht springen, wie ich dachte. Also Sly, versuch's nicht. Oh. Vom Spind gefallen. Einen Stuhlgang weiter, okay. Ah ja, jetzt, ich bin unterwegs, ich bin jetzt unterwegs. Nein, Hutz, geh weg, Sly, geh da weg. Hutz, nein! Der Stuhl danach ist noch beschissener. Das glaube ich dir. Vielleicht hilft mir ein blaues Ei. Ich glaube, das ist, wenn du zu enge Unterwäsche trägst. Ich krieg das verdammte Ei nicht gedreht. Das ist auch nicht einfach. Das sind auch Sätze, die man hier hört, die hört ihr nirgendwo anders. Oh, nein! Ah, ja? Jetzt geht's wieder auf den Tisch! Los, komm schon. Oh mein Gott. Ach so, ja. Ja! Sly hat's geschafft! Ich lieg unten auf der Kante und hab gebremst. Nein! Oh! Die Bremse hat nicht mehr gehalten. Das kannst du vergessen, dir kann da keiner helfen. Wutz, du hast mich gerade... Wutz, du hast mich in die scheiß Holzlatte reingedrückt. Geht. Bringt das für mich zu Ende. Ich weiß, wie ich da hinkomme, aber ich will das nicht. Sly, bitte. Wolf hat es auf den Tisch geschafft. Was? Und auf die Tafel. Nee. Ich sehe den von hinten. Nee, komm, komm. Und in die... Oh mein Gott. Und in die... Nein. Ich bin in der Pfanne. Ich hab's geschafft. Ja, nach dem Eierschaukeln gehen wir zu den Eierlegern. Denn der Denkdonnerstag ist fortgeschritten. Inspektor Waffles ging zu Ende und es musste was Neues her. Und diesmal war es mehr Visual Novel als wirklich Point and Click, denn es ging mit Chicken Police los. Als 2 Hühnchenermittler musste man einen mysteriösen Fall lösen, der immer gefährlicher und ja, immer klassisch noirer wurde. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist ein schönes Noir-Spiel gewesen, ein schönes Kriminalspiel mit einem unheimlich tollen Fall. Wird auch tatsächlich einen 2. Teil erhalten. Ich glaube auch jetzt im nächsten Jahr. Ich freue mich drauf, ich werde es auf jeden Fall spielen. Umso trauriger ist es, dass Chicken Police tatsächlich das letzte Spiel für den Denkdonnerstag zu diesem Zeitpunkt war. Das hatte einfach den Grund, Hutz wollte wieder was spielen. Und ich hatte, wozu wir auch gleich kommen, auch ein neues Projekt. Und mir wurde das dann einfach zu viel Livestream. Und deswegen bin ich da ein bisschen dann davon weg. Und ja, dementsprechend das letzte Projekt für den Denkdonnerstag, Chicken Police. Und wie das Ganze ausgesehen hat, das seht ihr jetzt. Im Augenwinkel statt Möglichkeiten Hühnerkeiten liest und sich denkt, oh, passt ins Spiel. Well, it seems we can't avoid speaking to him. Oh, yes, we can. You have your rifle with you, right? So kann man Gesprächen auch aus dem Weg gehen. Man hat mich mal angeschossen. Aber ich hatte es verdient, okay.
Womit hast du es verdient, dass er dich mit einer Shotgun anschießt? Er hat ihn sich doch gerade vorgestellt. Marty McChicken, Sir. I just introduced myself to your lady companion seconds ago. Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Marty, pass doch mal auf. Ja, wunder, dass hier keine Kunden mehr kommen, wenn die alle von Marty verdroschen werden mit einer Tür. Der hat was im Wagen vergessen, das müssen wir holen gehen. Ja. Könnte spät werden. It's Her Majesty Big Bertha in the flesh. Haben wir nicht gesagt, die lässt du zu Hause, Marty? Hast du das gesehen? Du meinst genau das da? Ja? Naja, wenn nicht. Im Dunkeln sind Hühner so gut wie nachtblind. Wer nicht? Katzen. Ja. Eule. Ehrlich? Das ja, leg an und zieh hoch. Das ist ein Minigame, das ich bestehen muss. Ich kann sie nicht angucken. Du hast es nicht geschafft. Ich kann jetzt natürlich sagen, ich würde mich zweimal anders entschieden, dementsprechend. Wäre es dann nur 3 Sterne gewesen. Oh ja, ich trinke normalerweise nicht, aber ich hätte gerne einen Bourbon, keinen Wein. Das sage ich auch immer, wenn Leute meine Wohnung betreten. Die Putzfrau ist leider gestorben. Deswegen sieht es hier so aus. Da hinten liegt sie noch in der Ecke. No animal can swim in high heels. Enten bestimmt. Okay. Und ein Fisch bestimmt auch. Die karge Welt der stolzen Zwohnen und dem Elefantenhutz, der den Mute-Button nicht findet. Marty, hol Big Bertha raus. Wir knallen das Krokodil ab. Ach, die Dialoge, die waren schon Gold wert. Aber bevor wir jetzt zu dem eben angekündigten Spiel kommen, das auch im Livestream war und bis heute eines meiner beliebtesten Projekte ist, kommen wir erstmal zu Operation Tango. Dazu muss ich ein paar Takte sagen. Das Spiel ist ein Agentenspiel, bei dem man Rätsel lösen muss, um zu zweit einen ja, super Bösewicht aufzuhalten, wie man ihn halt aus James-Bond-Filmen kennt. Einer spielt eine Hackerin, einen Hacker, einer spielt eine Agentin und ja, man muss halt versuchen, zusammenzuarbeiten. Das Ganze habe ich mit Pasch gemacht und eigentlich mache ich noch? Fragezeichen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die Sache ist, eigentlich sollten die Videos bei Pasch und bei mir kommen. Pasch hat aber bis heute nicht die Zeit gefunden, den ganzen Kram zu schneiden und es ist auch bis heute nicht fertig aufgenommen. Also die Hauptstory ist fertig, allerdings befindet sich der Bonusteil mit Zusatzmissionen noch in der Mache. Wann wir dazu kommen, steht in den Sternen, hängt ein bisschen an Pasch. Und auch wann sein Zeug kommt, er hat mir gesagt, er hat den ganzen Kram noch auf Platte und hat auch noch vor, den zu schneiden. Aber ja, wir wissen nicht, wann es kommt. Bleibt geduldig, würde ich sagen. Und trotz allem würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß bei Operation Tango. So, liebe Freunde, willkommen zurück zu Operation Tango. Sehr gut, ich hatte nämlich den Namen vom Spiel vergessen. Ich bin der Pasch und das ist der Wolf. Gar nicht wahr, ich bin Angel. Ja, wir dürfen einander nicht sehen, das tun wir nicht. Wir sind, glaube ich, ein paar Kilometerchen auseinander. Ja, also ich habe auch keine Brille auf, also es wird schwer. Okay. Auf nach Kanada. Wir haben angeklopft, aber es war Kanada. Ich weiß nicht, ob ich mitfahren kann. Kapazität liegt bei 750 Kilo. Soll ich hier einfach runter? Ich glaube. Oh, nicht dahin. Nicht da, wo die Laser sind. Du hattest 3 Optionen, an welcher Kante du runterfährst. Du bist genau die, wo der Laser ist. Cypher gefunden. Er möchte eine Cyberbombe in die Luft jagen. Manchmal kann man auch einfach an Worte Cyber dranhängen. Ich habe heute Morgen auch mein Cyber-Frühstück gegessen. Ja, so hackt man sich in eure TXT-Dateien ein. Da müssen wir immer zu zweit. So. Oh Gott, jetzt brauche ich blau und gelb. Ja, ich gebe dir alles, was du brauchst. Darfst du dich an ihr heutiges Arbeitsziel erinnern? Ja, was ist denn Arbeitsziel? Das sagt sie mir nicht. Sie fragt mich bloß, ob sie mich daran erinnern darf. Wir sind Helden! Und jetzt erstmal in Urlaub. Von Multiplayer zu tollem Singleplayer. Jetzt kommen wir zu dem Spiel, das viele von euch am meisten erwartet haben. Es ist der längste Rückblick, den ich habe, tatsächlich. Es handelt sich dabei um
Pokémon Infinite Fusion. Ihr seht schon am Titel, die ganzen Thumbnails laufen jetzt durch. Also da kann ich wirklich nicht so lange reden, dass hier alle Thumbnails durchlaufen können. Beim besten Willen nicht. Um Gottes Willen. Das ist wirklich viel, was da zusammengekommen ist. Und dieses Spiel erlaubt es nämlich, Pokémon zu fusionieren. Dieses Spiel ist wirklich, wirklich toll. Ich wünschte, Pokémon Company würde ein bisschen mehr in die Richtung gehen, statt alles wegzuklagen. Mal sich da vielleicht ein paar Ideen abgucken. Und ja, es ist einfach schön. Die Zuschauer haben die Möglichkeit, mir zu sagen, welche Pokémon sie fusioniert haben wollen. Und wir fusionieren sie. Und es gab einfach so viele lustige Momente in dem Projekt. Mit euch, mit mir. Und ich habe diese ganzen Momente jetzt für den Jahresrückblick, die mir rausgesucht wurden, nochmal durchgeguckt. Und ich habe echt überlegt, was ich reinnehmen möchte. Und es war schwer, weil ich hatte lustige Momente, witzige Momente, Momente mit den Zuschauern. Aber ich habe mich dafür entschieden, einfach die Momente zu nehmen, in denen ich die Pokémon ja schon ein bisschen beleidige. Und oh Gott, Momente. Ich habe einen Witz reingenommen, weil ich den einfach zu passend fand. Und ja, ich musste mich wirklich zusammenreißen. Ich hätte diesen Zusammenschnitt locker 10 Minuten machen können. Locker. Und es fiel mir echt schwer auszusortieren. Vielleicht habt ihr andere Momente, die euch in Erinnerung geblieben sind. Aber das sind die, für die ich mich entschieden habe. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Ich glaube, dazu muss ich gar nicht noch mehr sagen. Bei Pokémon Infinite Fusion. Nun gibt es über 175.000 Spezies von Pokémon dank der Pokémon-Fusion. Kannst auch übertreiben, ne? Die Pokémon werden fusioniert! Und sie werden zu... Oh Gott! Das war süß und nun tot, ja? Es stand halt auf der falschen Seite. Des Vorschlaghammers. Also das ist mal hart hässlich. Das da ist großartig, weil es so kacke aussieht. Also etwas, was so hässlich ist, hat es verdient, dass es irgendwie mal mitkommen darf. The fuck ist damit nicht richtig? Oh mein Gott, ich brauche es. Ich will es adoptieren. Ich will es töten. The fuck ist das? Warum ist es so hässlich? Giga Poke macht mir Angst. Mir auch. Oh Gott. Tötet es aber schnell. Es ist Marge Simpson. Das hatte in den Spiegel geguckt und hat daraufhin die Miene verzogen und es ist so geblieben. Oh Gott! Das setzt es auch noch auf Droge! Ashley schickt New York und New York ist... Oh Gott! Also das sieht wütend aus. Das sieht aus, als hätte es den schlechtesten Tag seit langem. Du musst keine Angst davor haben. Es ist pure Männlichkeit. Ich bin sicher, es will nur kuscheln. Ja, aber Angst und Respekt zugleich. Das braucht keinen Mean-Look. Es verstört mich auch schon so. Töte das bitte! Aber lange bevor es Eier legt. Ein Hauntly! Das ist die Schweizer Variante. Lol, ein Shellrand, da kann ich nichts zu sagen. Oh Gott, bitte töte das. Großen schwarzen Sack und weg. Oh Gott, Mr. Sir. Sie glauben gar nicht, wie sehr es mir leid tut. Okay, das muss getilgt werden. Oh Gott. Oh Gott. Das ist kein Löffel. Das ist nicht mal jugendfrei. Oh Gott! Oh. Also, Putz, wenn du dafür sorgen wolltest, dass ich nicht so viel lache, du hast es geschafft. Abra in einer ganz besonderen Lebensphase aussieht. Oh Gott, was ist das? Der amtliche Riesenzinken oder was? Es sieht aus, als ob es Schmerzen hat. Es ist, was es halt ist. Ah, das sieht aus wie der kleine Bruder von Labras, der so geistig nicht ganz auf der Höhe ist und ein bisschen naiv. Mr. Cruel, so sieht's auch aus. Ich werde diese Box nicht mehr anfassen. Wenn Garados einfach vorher, bevor es sich entwickelt, so einen richtig harten Schlag auf die Röbe kriegt. Ach du Scheiße, ist das süß. Komm schon, ich werde dich auspeitschen. Nicht vor dem dritten Date. Es guckt so wie ich gerade. Oh, das ist süß. Du hast einige liebliche Pokémon, das sehe ich anders. Wir sind doch alle eine große, unglückliche Familie. Weiß nicht, was ich erwartet habe. Aber das war's nicht. Beleidigt? Nein, habe ich nicht. Das war nur lieb gemeint. Ja.
Dann gab es noch das DLC zu Cult of the Lamb, das ich hier nicht zeigen werde, weil es leider wenig Abwechslung gezeigt hätte von dem Zusammenschnitt, den ich letztes Jahr gezeigt habe. Dementsprechend überspringen wir das einfach und gehen direkt aufs nächste größere Projekt. Das war nämlich tatsächlich ein neues Sonntagsprojekt. Da wurde es ja auch mal wieder Zeit, dass eins kommt. Und ich habe mich für Do Not Feed the Monkeys 2099 entschieden. Ein wunderschönes kleines Spiel. Ihr erinnert euch vielleicht noch an das normale Do Not Feed the Monkeys. Und ich hoffe wirklich, ich kriege keine Urheberrechtsprobleme, weil die hatte ich bei allen Do Not Feed the Monkeys. Und zu Urheberrecht kommen wir gleich nochmal. Also da konnte ich alles nicht monetarisieren. Und ja, wer das Spiel nicht kennt, man beobachtet Menschen oder in diesem Fall sogar menschenähnliche Wesen und muss immer für einen ominösen Club Berichte ausfüllen. Dieses Spiel fand ich deutlich schwerer als den ersten Teil. Auch das Überleben und alles mit Gelegenheitsjobs. Und es ist ein relativ kurzes Spiel. Dementsprechend ist auch der Zusammenschnitt kurz und ich möchte hier gar nicht so lange reden. Der Jahresrückblick geht lang genug. Ich wünsche euch einfach viel Spaß und macht euch mal selber ein Bild. Verdammt. Ich wollte nur den Planeten rausfinden und jetzt habe ich ihr Leben beschädigt. Aber da bin ich irgendwie gut darin. Sollte ich mir ein Smart Home System kaufen? Wenn du Masochist bist, nur zu. Ich bin so gut in meinem Job, dass kein Mensch je versucht hätte, mich zu täuschen. Ja. Genau. Ob künstlich? Weiß ich nicht. Aber intelligent sind sie nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe Angst, dass ich das von meinem Computer auch mal zu hören kriege. Nein, du wertloses Stück Metall. Der CEO des Schuhunternehmens Stomp hat einen jährlichen Preis ins Leben gerufen, mit dem die besten Unternehmer geehrt werden sollen. Im Rahmen der Veranstaltung verlieh er ihn an sich selbst. Kennt man. Niemand kann meinem animalischen Charisma widerstehen, das klingt schon sehr sympathisch. Das ist eine alte Frau, ich dachte, es wäre ein Typ. XXX, da komme ich jetzt bestimmt auf Erotikseiten. Ja, natürlich. Ja, ganz und gar nicht. Deine Vereinigung verdient es, die Wahrheit zu erfahren. Wir sind fair. Wir haben zwar die eine verpetzt, aber wir sind fair. Wir haben jetzt Geld verdient. So, wir brauchen noch einen Job über Nacht. Bei dem wir ein bisschen Geld verdienen. Ich brauche neue Käfige. Die anderen habe ich alle kaputt gemacht. Wo ich doch eben die Urheberrechtssachen angesprochen habe, beginnt jetzt die Zeit von Overcooked. Ein Projekt, das, blöd gesagt, sehr wechselnde Partner hatte. Es ist ein Spiel, bei dem man zusammen in einer Küche kochen muss, unter wirklich abstrusen Bedingungen. Und es macht einfach so viel Spaß und man schreit sich so wunderbar gegenseitig an. Ich habe echt überlegt, ob ich das Ganze unter dem Thema Schreien mache, aber ich wollte doch ein paar versöhnliche und ein paar lustige Momente nehmen. Ich habe viel Quatsch genommen. Und ja, warum hatte das Ding wechselnde Partner? Also den ersten Teil haben wir über Remote Play mit Hoods gespielt. Also bei Hoods. Nämlich wir bedeutet die Truppe von Across the Obelisk, heißt Ray, Bisa, Hoods und ich. Das Problem war, Crossplay hat bei Ray überhaupt nicht funktioniert. Daraufhin ist der gute Jamie eingesprungen und hat wirklich eine tolle Leistung, was den Humor anging, geliefert. Und ja, damit haben wir Overcooked 1 gespielt. Ich werde keinen Zusammenschnitt zu Overcooked 1 zeigen, denn tatsächlich kein einziges Video davon konnte ich monetarisieren. Jedes einzelne Video von Overcooked 1 ist tatsächlich wegen Musik rausgenommen worden. Und ich habe echt Angst, wenn ich das in den Zusammenschnitt packe, dass dann das Video rausgenommen wird. Bei Do Not Feed the Monkeys weiß ich zumindest, welche Passagen ich nicht zeigen darf. Ja, aber bei Overcooked war es einfach alles. Und das Problem ist, das kann ich auch nicht im Vorfeld sehen, weil das wurde tatsächlich erst alles geclaimed, als das Video schon draußen war. Also das ist rausgekommen und irgendwie 10 Minuten nachdem es released wurde für die Öffentlichkeit, ist es geclaimed worden. Sehr, sehr ungünstig und deswegen kein Zusammenschnitt. Aber dann kam der zweite Teil, den haben wir online gespielt und da war Ray wieder dabei. Und ich zeige euch jetzt einfach die lustigen Momente von Overcooked 2, stellvertretend auch gleich mit zusammen für Overcooked 1.
Ich wünsche euch viel Spaß bei Fehlgeschrei und Chaos in der Küche. Ja, wir müssen uns gut absprechen, ihr Penner. Ja. Ich bin rechts. Okay, du bist links. Ich sehe schon, das wird lustig. Aber wow. Nein, pui. Das ist gefährlich. Stell dich nicht so an. Das ist nicht gefährlich. Stell dich nicht so an. Kurz schmeißt den armen betrinkenden Leuten Kartoffeln an die Rübe. Ja, ich dachte, die wollen was essen. Ich folge dem Hai. Verfolgt den Hai. Oh nein. Bitte nicht den Tellerbecher schlagen. Ich wollte ihn nur die andere Seite schieben, weil er so dick ist. Die arme Ampel. Ich nehme die mit. Die kocht für uns. Dieses Buch bringt das Geheimnis zur ewig werdenden kulinarischen... Was? Es birgt so das lesen. Geheimnis! Hör doch auf! Sprechen Sie mir nicht ins Wort! Hier kommt ein Teller. Da geht ein Besa. Wolf, du kannst doch nicht an meine Würstchen greifen. Doch, ich bin ganz unverfroren. Hier geblieben? Pilz! Wir sind im Himmel, wir sind gestorben? Ja. Jetzt haben wir heiß. Wahrscheinlich als Ray die Küche hat anbrennen lassen. Ich bin gerade verhindert, weil tot. Ich bin leider nicht mehr zurückgekommen. Das war für mich das Worst-Case-Szenario. Lisa, du bist halt als Schildkröte zu langsam, deswegen muss ich dich immer aus dem Weg decken. Ja. Wo ist die Schüssel? Welche Schüssel? Die kommt doch schon. Der alte Mann schiebt mich weg. Nur weil ich Hutz mit Tacos umbringen kann. Ja, ich finde, das ist ein Argument. Dein Mehl und dein Ei brennt, Wolf. Du heißt einfach rüber, ich heul. Der Wasserfall heißt Wasserfall, wenn's nicht mehr fällt, ist Wasser. Ja, so Dünsten, ja, so Bauarbeiter. Ja, so ihr alle. Ich werd hier nur noch versenkt. Was soll der Scheiß? Vielleicht hast du's verdient. Jetzt beschwört er bestimmt Schub-Niggurath, die schwarze Ziege des Waldes, auf Toast. Wir haben eine Reihenfolge! Nutze sie! Und werde ich gestorben? Nein, noch nicht. Kann man hier auch sterben? Hui! Bin doch mal weg. Warum war das so klar? Ich bin ganz ehrlich, wir haben es nicht geschafft und das haben wir verdient. Ich weiß nicht, was ihr habt, ist doch gar nicht chaotisch. Vollkommen organisiert! In der Vergangenheit von diesem Projekt zu sprechen, ist eigentlich Quatsch, weil es läuft immer noch. Und es gibt noch Nachfolger, den werden wir auch noch spielen. Ja, inzwischen waren wir an meinem Geburtstag vorbei und das ist die Möglichkeit, ein bisschen über sonstige Streams zu reden. Nicht nur der Geburtstagsstream war dieses Jahr, sondern auch zwei Challenge-Streams. Einen davon war ich krank und den anderen nicht. Blöd gesagt. Beide Streams gingen extrem lange, der eine mit 34 Stunden, das war der Kranke, und der andere, theoretisch war der noch schlimmer, der war nämlich 38 Stunden lang. Das muss mir erstmal einer nachmachen. Und natürlich über das ganze Jahr hinweg noch kleine Streams, wie gesagt, Geburtstagsstream war auch noch, und natürlich viele, viele angezockt hier auf dem Kanal. Und falls ihr euch fragt, wie alt ich geworden bin, ich sag's mal so, nächster Geburtstag wird wieder rund. Ich habe jetzt schon Angst und den Rollator schon bestellt. Aber wir wollen jetzt gar nicht über mein Alter reden, deswegen springen wir jetzt zum August und dort hatten wir tatsächlich Rogue Legacy 2. Ein Spiel, das ich schon sehr lange auf meiner Liste stehen hatte, dass ich es spielen will, weil ich Rogue Legacy 1 ja zu Tode gesuchtet hatte, noch vor dem Let's Play. Und auch im Let's Play unheimlich viel Spaß an dem Ding hatte. Und deswegen sind wir dann an Rogue Legacy 2 gegangen. Ich weiß nicht, wie ich dazu stehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf der einen Seite fand ich es geil. Also wirklich geil. Auf der anderen Seite fand ich es ein bisschen schade, dass man nicht die Möglichkeit hatte, die man im ersten Teil hatte, einfach durchzugehen und quasi sich als erstes mit dem letzten Boss anzulegen. So. Das ging nicht, weil es relativ linear war, da man immer Fähigkeiten brauchte, die man erst in späteren Arealen bekommen hat. Trotzdem kann ich sagen, es ist ein tolles Spiel. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Also, ich kann nicht glauben, wie viel Spaß ich mit diesem Spiel hatte. Und ja, vielleicht werden wir es im Livestream nochmal machen, weil es ja noch den New Game Plus Modus gibt. Und eigentlich hätte ich schon Bock, den zu machen. Aber es gibt so viele tolle Roguelikes. Wirklich. Und es war auch ein Projekt, das gar nicht so lange ging, wie ich gedacht habe. Es hat dann relativ schnell geendet, aber ich glaube, das lag auch daran, dass wir einfach gut waren. Ich möchte es mir einreden. Für die, die es nicht kennen, es ist relativ schnell erklärt. Also man ist als Ritter in einem Schloss, das sich jedes Mal verändert. Man
muss Gegner besiegen, man muss Geld mitnehmen und kann sich von dem Geld in Roguelite-Manier immer wieder Upgrades kaufen, die permanent sind. Es gibt verschiedene Klassen, man konnte die Namen der Zuschauer mit reinbringen als Ritter oder zumindest die Namen, die ihr gerne gehabt hättet. Und ja, es war einfach alles in allem unfassbar lustig und wie das Ganze aussah, das zeige ich euch jetzt. Jubelt mir zu, ich bin die Diva. Wenn die Blase etwas möchte, dann möchte sie es. So. Das ist die Weisheit des Tages. Sir Nox, und er hat eine Pizza dabei. Tut mir leid, Leute, aber wir spielen Sir Nox mit seiner Pizza. Ist keine Hawaii. Obwohl, Hawaii wird wahrscheinlich extra wehtun. Muss da nicht durch, aber ich kann da durchhauen. Vor der Erfindung des Bogenschießstands haben die meisten Leute geübt, indem sie Pfeile auf ihre Nachbarn geschossen haben. Das mache ich heute noch so. Schalte Köche frei. Haus in die Pfanne. Ich verliere kein Leben. Au. Okay, da müssen wir jetzt ganz genau gucken. Ihr warnt mich vor, wenn ihr einen Gegner seht, ne? Diesmal mache ich den Fehler aber nicht. Au. Diesmal mache ich ein ganzes Set von 9 Fehlern. Das ist das Dümmste, was ich tun konnte, ja. Wenn man erstmal in den anderen Gebieten war, dann ist das erste Gebiet tatsächlich relativ einfach. Aber es liegt auch an unseren ganzen Verbesserungen. Und trotzdem kriege ich noch auf die Schnauze. Was sagt das über mich? Oh, Pizza. Pizza ist gut. Pizza ist Leben. Pizza. Dabei hatte ich erst vor 20 Minuten welche. Ich kenne das Gefühl. Ich schwitze hier. Und mariniere so vor mich hin. Was ein bisschen eklig ist. Nee, so Feuer, das ist nicht meins. Wolf mag kein Feu-Feu. Ich weiß nicht, was sie ihm zu essen geben, aber es ist zu viel davon. Aber lieber hohler Knochen als hohle Rübe. Gucke den Barbaren an. Ach du. Schöne Scheiße. Kommt ihr mir mal nach Hause hier. Wir sind der Clownboxer. Also wer nicht lacht, der kriegt die Nase neu verbogen. Aufgeweckt oder langsam an der Schwelle zum Wahnsinn, man weiß es nicht. Wahrscheinlich eher Letzteres. Da bekomme ich direkt Lust, noch eine Runde zu spielen. Aber wir müssen erstmal wieder zu Point and Click zurück. Wie gesagt, dieses Jahr gab es eine Menge davon. Denn ich habe die Cube Escape Collection angefangen. Die Cube Escape Collection ist eine Sammlung von Cube Escape Spielen, die alle zur Rusty Lake Serie gehören. Das heißt, wer Rusty Lake Hotel, Roots und Paradise bei mir gesehen hat, der könnte auch Gefallen an den ganzen Cube Escape Spielen finden, weil das alles eine Storyline ist. Das hängt alles zusammen. Und auch wenn ich sagen muss, dass ich es nicht ganz verstanden habe, habe ich alle Spiele durchgespielt. Rutz hat mir schon gesagt, dass er mehrfach den Kopf auf die Tischplatte hauen wollte, weil einfach ich zu doof war zu verstehen, was das Rätsel von mir wollte. Und es gibt noch 2 Cube Escape Spiele, die ich nicht gespielt habe, die in der Collection nicht drin waren. Eins davon wollte ich direkt im Anschluss bringen, es hat sich aber ums Verrecken nicht aufnehmen lassen. Dementsprechend, da werde ich wahrscheinlich einfach in Vollbild spielen und einfach meinen Bildschirm aufnehmen, damit ihr das seht. Muss ich mal schauen, wie das so klappt. Und das andere ist ein Multiplayer-Spiel, da werde ich mir vielleicht Hutz schnappen, um das Spiel. Wenn ihr die Story davon verstanden habt, könnt ihr mir die gerne schreiben. Gerne auf Discord oder so. Ich habe sie nämlich bisher nicht verstanden. Auch wenn man hat so das Gefühl, man kriegt Brotkrumen hin. Es ist einfach abstrus, es ist chaotisch und es ergibt einfach keinen Sinn. Und diese Sinnlosigkeit teile ich jetzt einfach mit euch. Ich wünsche euch viel Spaß bei Cube Escape. Einmal durch die Collection durch. Jetzt regnet's Blut. Njam, 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 njam. Ich habe die Haare gegossen und daraus ist jetzt ein Vogel geworden. Und was ist passiert? Ich freue mich auch gerade. Mein Kaffee sagt 247. Auge. Hallo. Oh, eine Leiche. Die angelt man doch gerne. Und dann pömpeln wir mal die Toilette durch. Und finden ein Baby. Oh, Mr. Rabbit. Hi, es tut mir leid, dass ich sie in der Zukunft umgebracht habe. Jetzt hör mal auf, dich zu beschweren, junger Mann. Sie sind schon tot und ich brauche den Apfel. Der Vogel so laut sein muss, ne?
Dass ich da auch immer wieder drauf drücke. Mach kaputt! Dreckswand. Das ist ein Wallbanger, kann ich bestätigen. Und wir gehen in sein Gehirn rein. Da ist der weiße Würfel. Und da ist Linda. Ich hatte euch vor dem Chaos gewarnt. Ja, jetzt kommt wieder ein Projekt, das stellvertretend für zwei steht, nämlich Pokémon Kamisin, die DLCs. Also stellvertretend für das zweite DLC wird jetzt auch das erste DLC genommen. Wir haben uns an die Spiele gewagt. Ich muss sagen, das zweite DLC hat am Anfang mehr Grafikbugs gehabt als das erste und läuft ja zum Zeitpunkt der Aufnahme hier immer noch. Deswegen wird der Zusammenschnitt zwar Stellen aus dem zweiten DLC behalten, also besitzen, aber hauptsächlich werden Stellen aus dem ersten DLC vorkommen. Ich fand es relativ lustig, ich hatte jede Menge Spaß damit. Man wird als Austauschschüler in eine Region Kitakami gebracht und auf Exkursion und im zweiten DLC als Austauschschüler an die Blaubeerakademie, wo man neue legendäre Pokémon, eine Geschichte über einen Oni, der dort gelebt hat und die drei Helden erleben muss und feststellen muss, dass die Geschichte gar nicht so treu der Wahrheit ist, wie das eigentlich zu erwarten ist. Während man im zweiten DLC den Spuren der ersten Expedition weiter auf den Grund geht und vielleicht noch ein bisschen ja, mehr über die Geschehnisse erfährt, wobei wir erstmal derzeit ja nur die Blaubeerakademie so ein bisschen auf den Kopf stellen, woran ich auch sehr viel Spaß habe, mit bisher leider viel zu wenig Story. Ich rede viel zu sehr um den heißen Brei rum, das wird alles zu lang, ihr wisst wie Pokémon aussieht und dementsprechend wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Quatsch, den ich geredet habe, bei den Pokémon Kamisin DLCs. Oh, du bist ja auch schon hier, Wolf. Ich war schon hier, als sie angerufen haben. Wären sie mal runtergekommen. Der Direktor der Blaubeerakademie, der will uns jetzt entführen. Oh Gott! Ich habe gerade spontan beschlossen, ich bleibe bei meiner Uniform. So hässlich ich sie auch finde. Mein Traum ist es, Terrapagos zu finden und zu beweisen, dass Alando die Wahrheit sprach. Allerdings habe ich bisher noch nicht die Erlaubnis erhalten, Zone 0 zu betreten. Ich darf da rein. Oh Gott, ist das so ein ländliches Ding, wo sie sagen, die Großstadt. Die Großstadt. Die haben sogar Toiletten, ich glaub's nicht. Hier, ich bringe euch auch gleich total hippe Selfie-Posen bei, die ich mir ausgedacht habe. Bitte nicht. Da haben wir doch einfach über deinen Kopf hinweg gequatscht. Keine Sorge, dafür habe ich den Hut auf, dass das nicht so einfach geht. Der Gedanke, dass Fremde wie ihr herkommen, gefiel mir überhaupt nicht. Kein Stück. Wir sind das Volk. Hey, wir haben Austauschschüler aus einer anderen Region, echt weit weg, aus einem ganz anderen Land. Ja, dann hau ich denen erstmal aufs Maul, wenn die hier in die Stadt kommen. Aber wir haben niemanden unterwegs verloren, richtig? Sind noch alle da? Es wäre problematisch, wenn wir nicht mehr alle da wären. Das tut dem Steinschrein auch sehr weh. Au. Ja, genau. Für jemanden mit so einem empfindlichen Hintern sollte es vorsichtig sein, dass ihm da nicht einer reintritt. Hallo, ich bin Hannah. Ich hoffe, wir werden uns gut vertragen, ihr Fremd... Ihr aus Paldea, hä? Ich hol den Knüppel. Das heißt, wenn jemand glücklich ist, sagt sich's, das muss ich ändern. Was zum... Wer bist du? Nachdem du mich so freundlich begrüßt hast, dein schlimmster Albtraum. Stadtverwalter... Brauchen Sie diese Hannah noch? Bitte springen Sie hier die Klippe runter. Also ich habe ja schon öfter Amtsenthebungen gefordert. Und ich glaube, das hier ist kein Unterschied zu sonst. Also für mich wirkt es wie ein Barbar, der irgendwo in Wegzäufer, irgendwie so ein Brückentroll, aber auf dem Berg sitzt und dann wütend mit einer Keule vom Berg rennt, weil Leute da wohnen. Also erinnert mich mehr an meinen Vermieter. Jetzt möchte ich einfach mal, dass ihr euch vorstellt, ihr hättet eine Spinne in eurer Wohnung in der Größe eines Hundes. Also für mich wäre da vorbei, ehrlich. Ich glaube, ich würde ausziehen. Das Haus gehört an der Spinne. Und ich mag Pflanzen-Pokémon. Ich wäre wahrscheinlich ein Pflanzen-Pokémon-Trainer. Mit den langen Haaren gehe ich sogar als Aroma-Lady durch.
der zieht einfach meine beste Waffe ein. Meinen Charme, wir sind verloren. Diese Mission schreit geradezu nach einem würdigen Teamnamen für uns. Oh, ich weiß. Die drei Musketiere. Der ist so schlecht, der könnte von mir sein. Und weiter direkt ins nächste Roguelike. Ein Spiel, das ich auch schon eine ganze Weile gewishlistet hatte. Nämlich Ark Axolotl hat das Licht der Welt erblickt. Ein Spiel, bei dem es hauptsächlich darum geht, sich als Axolotl durch Gegnerhorden zu prügeln und einfach alles platt zu machen, was bei drei nicht auf dem Baum ist und teilweise selbst das. Die geistig etwas instabilen Axolotl sind dabei getrieben davon, dass ihnen Essen geklaut wurde. Und tatsächlich ist man, glaube ich, gar nicht der Gute in der Geschichte, weil man einfach alles ummetzelt aus Rache. Man kann dabei Axolotl finden, das sind kleine Axolotl, um die man sich kümmern kann und quasi als andere Skins und mit anderen Eigenschaften dann haben kann, indem man sie einfach füttert und sich um sie kümmert. Aber man kann gleichzeitig auch mit Hilfe der Axolotl, indem man ihnen Glück absaugt, in Roguelite-Manier mal wieder ein paar permanente Upgrades freischalten. Das Spiel war leider etwas kürzer, als ich es gerne gehabt hätte. Aber gute Nachrichten an alle Fans des Spiels. Es sind inzwischen neue Updates draußen. Und wenn ich mal wieder ein bisschen Platz habe an den Sonntagsprojekten, dann werde ich tatsächlich mich nochmal in Ark Axolotl stürzen und mal gucken, was es an neuen Bossen und neuen Möglichkeiten in dem Spiel gibt. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und ich hoffe, ihr habt jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß bei diesem kleinen, doch sehr an Enter the Gungeon angelehnten Spiel und natürlich dem Zusammenschnitt davon. Also, viel Spaß bei Ark Axolotl. Ruhe, habe ich gesagt. Bringe euch meine friedlichen Wege bei, mit Gewalt. Also Axolotl können verzeihen, wenn man ein paar Kinder mitnimmt, aber wehe, es wird Essen geklaut, dann ist es vorbei. Ich bin mir sicher, dass das besser schmeckt als ein Holzschild, hä? Du darfst weiterleben. So, wir haben nicht mehr so viel Schuss. Oh, Fragezeichen, ich mag Fragezeichen. Ich habe versehentlich hier hinten einen Frosch erschossen. Und es tut mir nicht leid. Auf den Hasen habe ich nicht gezielt, aber getötet habe ich ihn trotzdem. Axolotl ist schon ein bisschen gruselig, ne? Kann ich mich wieder kümmern? Er isst den Löffel. Enthält Eisen oder so. Das ist eine Handpuppe. Ein Socket Snake. Oh, als Handpuppe mochte ich es mehr. Was ist das denn für ein Gatling-Bär da unten? Der kleine Wolf möchte seine Hydra zurück. Eine Schande für unseren Berufszweig als Axolotl. Mein Eimer ist kaputt und nun werde ich dich kaputt machen. Ach du Scheiße, Fish and Chips. Lauft mir halt nicht in den Weg, wenn ihr weiterleben wollt. Leute, geht nicht in den Wald und überfallt Leute. Nehmt Parkhäuser. Gefolotl, das königliche Grauen. Und das bellt uns an. War natürlich Absicht, damit es hier Raum lohnt. Glaubt ihr mir das? Wahrscheinlich nein. Und das auch nur wegen der Tatsache, weil es gelogen ist. Ich glaube meine Anspannung gerade nicht. Ich hab ihn! Scheiße! Entschuldigung. Das Spiel war mal wieder ein aufregendes. Und nachdem ich so viel Aufregung hatte, brauchte ich mal wieder ein bisschen Entspannung. Diese Entspannung wurde gestützt dadurch, dass ich durch Pokémon Karmesin jetzt nicht mehr so viel Infinite Fusion rausgebracht habe, was ja jetzt auch aktuell wieder der Fall ist. Und deshalb hatte ich die Möglichkeit, ein wenig ins Cat Café einzutauchen. Ja, Cat Café Manager, bei dem man sein eigenes Café aufbaut. Man erbt quasi das Gelände von seiner Oma und bekommt die Möglichkeit, dort sein eigenes Katzencafé aufzubauen. Mit Streunerkatzen, vielen neuen Freunden und einfach eine ganze Menge Spaß haben wir uns da reingeschmissen. Und es hat wirklich große Freude gebracht und war auch unheimlich entspannend. Und ich kann da gar nicht so viel zu sagen, außer dass es halt so ein klassisches Manager-Spiel ist,
Management-Spiel mit viel Spaß und Katzen. Was will man mehr? Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei Cat Café Manager. Auch aus dem Livestream übrigens. Wenn ich in einem Katzencafé nicht mit Maus steuere, dann weiß ich auch nicht. Kein Eingang. Ich habe überhaupt nichts. Ich habe nicht mal ein Haus. Menü. Wir haben ein Glas Wasser. Ach, schau dich an. Du hast sogar die Augen deiner Oma. Die habe ich in der Kiste, aber sag's keinem. Ich werde viele tote Vögel vor deine Tür niederlegen. Bitte nicht. Nein, wäre stolz, Liebes. Wenn sie sieht, wo ich die Toilette hingestellt habe, dann nicht. Du hast einen Haufen schäbig aussehender Möbel erhalten. Ich freue mich über schäbig aussehende Möbel. Komfort wird bei uns ganz klein geschrieben. Käseplatte erfordert Käse, das glaube ich nicht. So ein Gerücht. Alles eine Erfindung der Käseindustrie. Dann stelle ich sie meinen Kumpels Hintern und Prügeln vor. Die Hintern verprügeln. Falls das nicht klar war. Aber wir haben schon geklärt, dass du keine Freunde hast. Beziehung. Privatleben. Holt die Bild. Oh Gott, das ist Opa. Ich habe gehört, dass es in der Großstadt nicht einmal Hexen gibt. Wo würdet ihr überhaupt richtige Zauberdienste bekommen? Das frage ich mich auch jeden Tag. Wie geht's meiner Katze? Die geben wir demnächst zur Adoption frei, aber ansonsten geht's ihr gut. Miau. Das rettet uns auch nicht. Du bist also auf dieser Kreuzfahrt, aber Überraschung, das Schiff kentert. Ich rette mich nicht mit irgendeiner Truller auf eine Tür. Ich hab gesehen, wie das endet. Ein Sushi-Plüschtier kaufen? Man sagt zwar, das sei für die Katzen, aber eigentlich ist es für mich. Auf ihm steht Max Waffenwolf, Plage des Alls, und ein cooles Weltraumwolf-Roboter-Dings ist darauf abgebildet. Mit Muskeln. Ich baue mit. Da draußen gibt es so viele gute Podcasts. Zumindest hat man mir das gesagt. Was, wenn jemand einen echt schlechten hören will? Ich dachte, dann hört er mir zu. Ich glaube, meine Geschäftsidee. Du bist also auf dieser Insel gestrandet, ganz allein. Und was ich wohl wissen will, würde dir das gefallen? Ich bin tot. Nach 5 Minuten. Was braucht man mehr als ein paar Katzen? Kommen wir zum nächsten Spiel. Ebenfalls im Livestream als Entspannungsspiel gedacht, war es Potioncraft. Man zieht als kleiner Alchemist in eine neue Gegend und muss anfangen, sein Gewerbe aufzubauen. Man verkauft Tränke, muss über so eine kleine Map mit Zutaten versuchen zu navigieren und dabei neue Tränke freischalten. Während man mit den Zutaten haushaltet und um Preise feilscht, kann man doch relativ schön entspannen, lustige Namen für Tränke finden, und ich hatte einfach sehr, sehr viel Spaß mit euch. Und ja, wie das Ganze dann ausgesehen hat, ich möchte gar nicht so lange drüber reden. Das seht ihr hier. Viel Spaß bei Potioncraft. Ein relativ kurzer Zusammenschnitt, da wir ja auch nur zweimal bisher gespielt haben. Mach einem Mann ein Feuer und du wärmst ihn einen Tag. Zünde einen Mann an und du wärmst ihn für den Rest seines Lebens. Ich habe einen Feuerball in der Flasche, der hilft. Danach brennt nicht nur das Holz. Das Haus gleich mit und es ist schön kuschelig warm. Alles Ungeziefer wird damit vernichtet. Eventuell auch andere Haushaltsmitglieder, aber das macht nichts. Wenn jemand fragt, den hast du nicht von mir, den Trank. Wir wollten ja eigentlich einen Schlaftrunk mischen, damit wir ihr nicht einen Heiltrank an die Rübe schmeißen müssen. Allerdings, wenn wir gut treffen damit und es ordentlich wehtut, vielleicht schläft sie dann auch. Der hat vielleicht ein paar Nebenwirkungen, aber er kühlt und er heilt. Er wird ihnen da unten helfen. Den Giftanteil vergessen sie einfach. Ich hab gehört, ich soll dir 5 Euro an den Kopf werfen. Also hier bitte 5 Euro in 20 Cent Münzen Kleingeld-Hype. Nein, ich hab doch gesagt, nicht in Kleingeld. Das tut doch weh, aber danke dir, Albais. Sobald die Beule weg ist, werde ich mich großartig bedanken. Oh Gott, der Trank, den ich verkauft habe, der Liebestrank. Der war ja mit dem Angsttrank gemischt. Ich wusste, er war gepanscht. Kostet eine Stange Geld, aber hat ja auch was mit Stange zu tun. Ich fürchte, ich bekomme langsam eine Glatze. Hast du etwas gegen Haarausfall? Fruchtzwerge habe ich. Und verschütten Sie bitte nichts. Es wird teuer und die Flecken kriegen Sie nur mit dem Hammer wieder raus. Ich habe gehört, dass Rüsselkäfer unser ganzes Getreide auffressen können. Ich muss
Ich muss sie mit etwas Giftigem loswerden. Ja, dann sehen Sie mal zu, wo Sie es herkriegen. Krieg ist gut fürs Geschäft, das stimmt. Vor allen Dingen, wenn man der Dorfdealer mit Heiltränken ist. Nach so viel Entspannung wurde es mal wieder Zeit für ein bisschen Grusel. Denn die Erntezeit ist angebrochen und wir haben Halloween. Ja, es ist Gruselzeit. Und dieses Jahr für meinen Halloween-Stream habe ich mich entschieden, Bendy and the Dark Revival zu spielen. Ein, ja, Spiel, das sich direkt als Nachfolger von Bendy and the Ink Machine etabliert und wirklich viel Spaß gemacht hat. Ich fand den Teil besser als den ersten. Als Mitarbeiterin in den Joy Drew Studios wird man von einem unheimlichen Hausmeister erneut zur Tintenmaschine geführt und erneut in die Welt von Bendy gebracht, in der man ja erst im ersten Teil versucht hat zu entkommen. Allerdings hat sich dieses Mal vieles stark verändert. Der Hausmeister hat sich selbst zum Herrscher dieser Welt erklärt und ja, bringt das Ganze sehr durcheinander. Man kämpft sich sehr bioschockig durch diese ganzen Areale durch und versucht irgendwie zu Wilson, dem Hausmeister, zu kommen und hat dabei Probleme mit dem Tintendämon, vielen neuen Gefahren und auch vielen alten Bekannten. Wie das Ganze ausgesehen hat, zeige ich euch gleich. Ich kann schon mal sagen, es war nicht so gruselig, aber es hat auf jeden Fall jede Menge Spaß gemacht. Und ich wünsche euch bei diesem Zusammenschnitt jetzt viel Spaß mit Bendy in the Dark Revival. Nehmt den Pappaufsteller weg. Es geht schon wieder so los, ne? Ich halte Abstand zu der Tür da. Die ist angelehnt und ich kann nicht draufdrücken. Und da hat irgendeiner auf den Boden gekotzt. Guck mich nicht so an, Bendy. Wenn ich wieder eine Axt habe, haue ich dich wieder in Stücke. Gut siehst du aus. Hast du eine Waffe, die ich mir kurz leihen kann? Bendy, ich will dir echt nicht zu nahe treten, aber du kannst mich auch. It will be perfectly safe. Kannst du vielleicht nicht so dramatische Pausen vor dem Wort safe lassen? Geh da weg. Nee. 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 Wenn ich so hässlich wärst, würde ich auch mit dir reden. Pull that switch. Willst du mich verarschen? Da steht Flow, das ist kein Stromschalter. Oh, scheiße. Wo ist meine Box? Wo ist meine Box? Verpiss dich. Ich bin in so einer Alice Angel Schutzbox. Kannst mich mal. Geh weg. Ist er weg? Oh, fuck. Nein, ist er nicht. Tut mir leid. Keine Schuhe, kein Schlips, kein Essen. Versteckt euch ruhig. Ich bin nicht mit euch eingesperrt. Ihr seid mit mir eingesperrt. Nee, die Türen hier klackern. Hat die mich erschreckt? Was machst du in der Mülltonne? Meine Geheimnisse, die gehen dich gar nichts an. Na gut, ich verrate sie dir, aber nur, wenn du sie nicht weitererzählst. Die quietscht. Die Bochuspuppe quietscht. Quietscht für mich. Ja. Das ist tatsächlich sehr beruhigend. Nein, ich denke, die meisten hätten die Geduld, aber wir sind jetzt schon eine ganze Weile dran. Du Kackmist! Entschuldigung. Ihr wisst, wie es ist. Die traurige Realität. Nach Halloween ist das Jahr schon fast vorbei. Allerdings hatte ich mir dieses Jahr noch was Kleines aufgehoben, denn ich wollte unbedingt Pikmin spielen. Es hat nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie ich gehofft hatte, aber das verstehe ich auch. Es ist ein altes Spiel und auch wenn es jetzt in einem neuen Gewand für die Switch erschienen ist, die Version, die ich gespielt habe, ist es dennoch halt, ja, bei den meisten schon bekannt. Die meisten haben es schon zu Tode gesehen und ich kannte es auch schon. Und ich hatte trotzdem mit diesem Spiel so unfassbar viel Spaß. Nach den ganzen Action-Roguelikes, die wir dieses Jahr hatten und Halloween-Zeug und was weiß ich nicht alles, tat es einfach mal unheimlich gut, einfach so ein kleines Spiel zu spielen. Es war nicht lang. Ich habe es, glaube ich, an 2 Tagen aufgenommen, abgesehen davon, dass ich ja alle Ende
also alle Endings am Ende nochmal aufgenommen hatte, separat. Aber das Hauptspiel habe ich in 2 Tagen durchgespielt. Ich hatte so viel Spaß mit dem Spiel, ich wollte es eigentlich gar nicht mehr aus der Hand legen. Und ja, ich kann eigentlich nicht mehr sagen als, guckt es euch an. Es ist unheimlich entspannt und vielleicht der ein oder andere, der es jetzt nicht mitbekommen hat, sieht es und bekommt einfach nochmal Lust drauf. Wer die Story nicht kennt, der Weltraumkapitän Olimar stürzt auf einem Planeten ab, der giftigen Sauerstoff enthält, also Sauerstoff, aber für Olimar giftig, und trifft dabei auf die merkwürdigen Wesen Pikmin, die irgendwie alles platthauen und sich rasend schnell vermehren. So sind eine Mischung aus Pflanzen und Tieren und helfen Olimar dabei, die Teile für sein Raumschiff zusammenzutragen. Denn wenn er in 30 Tagen nicht von dem Planeten runterkommt, hat er keinen Sauerstoff mehr und wird leider versterben. Und wie unsere Reise mit dem guten Olimar ausgesehen hat, das seht ihr jetzt. Oh, scheiße. Ich habe ja gesagt, jeden Tag ein Türchen. Also ein Item. Im grausamsten Adventskalender der Welt. Meine Waage, meine Tochter hat mir dies geschenkt. Das ist ihr Sternzeichen. Meine süße Kleine, was sie jetzt wohl gerade macht. Ich weiß nicht, aber diese Information ist wahrscheinlich sehr vage. Lauf, Pikmin, lauf. Ich glaube, es gab nämlich einen Bossgegner, der sehr, sehr hart war. Ich glaube, der war nur hart, weil ich ein Kind war, aber das tut nichts zur Sache. Sonst war nicht die Botox-Lippenviecher, aber es ist genauso nervig. Das sind halt die voll ausgewachsenen. Die, bei denen es mehr wehtut, wenn sie sterben. Weil die waren so lange im Ofen. Geh mal nur mit einer kleinen Truppe erstmal rein als Test. Oh, die Musik ändert sich. Ach du Scheiße! Oh nö! Sind hier drüben alle gestorben, ach Scheiße. Der Käfer will Stress, den kriegt er. Wisst ihr, die Pikmin hauen alles klein, was bei 3 nicht auf dem Baum ist, aber den nicht. Kackviech. Kann er so viel Schnittel auch auf dem Rücken haben, wie er will. Mir ist da auch egal, ob er Captain, Admiral oder sonst was ist. Den hauen wir jetzt kaputt. Mir hat's gefallen, auch wenn wenig Leute das Projekt angeguckt haben. Und es ist tatsächlich der zweite Teil auch schon geplant, dass ich den spiele, und zwar dann zusammen mit Hutz. Ich freue mich drauf. Wie ihr schon an den Thumbnails gesehen habt und jetzt auch beim nächsten Projekt seht, nämlich Mario RPG, habe ich inzwischen die Thumbnails so ziemlich alle auf meine Sona umgestellt, meine Fursona. Ja, ich bin Furry. Und ihr seht schon, dass sich da meine Künstlerin wirklich selbst übertroffen hat. Es sieht so schön aus. Pikmin war das erste Projekt, auch wenn ich nachträglich Thumbnails natürlich dann noch gemacht hatte mit Zeichnungen. Wirklich schön und ich finde es einfach unheimlich toll gemacht. Und ja, jetzt kommen wir aber zu Mario RPG. Ich möchte gar nicht so viel von meinen Thumbnails schwärmen. Mario RPG hatte ich schon Ewigkeiten, nämlich auf der SNES Mini. Und ich habe mir immer vorgenommen, ich spiele das mal. Und ich bin nie dazu gekommen und es hat mich ehrlich gesagt ein bisschen traurig gemacht, dass ich nicht dazu gekommen bin. Und dann wurde das Remake angekündigt und dann habe ich gedacht, jetzt holst du dir das Remake für die Switch und dann spielst du es. Und das mache ich jetzt auch. Das läuft ja aktuell noch und wird im nächsten Jahr auch noch weiterlaufen. Und es macht sehr viel Spaß. Die Story ist relativ schnell erklärt. Bowser mal wieder unterwegs, um Peach zu entführen. Dabei Plot-Twist, neuer Bösewicht, mischt sich ein, zerstört die Sternenstraße und ja, Mario muss mit ganz vielen neuen Verbündeten sich in rundenbasierten Kämpfen, ähnlich wie wir das schon aus Paper Mario kennen, weil sich tatsächlich aus Mario RPG Paper Mario entwickelt hat. Es war halt zuerst da, auch wenn es jetzt neu rausgekommen ist. Glaubt man nicht. Mario muss sich da in diesen Kämpfen jetzt den Bösewichten stellen und versuchen, die Sternenstraße zu reparieren. Und es macht einfach sehr viel Spaß und wie das Ganze aussieht, das seht ihr jetzt. Das ist ja Manta rauchen. Bitte schon wieder, Bowser.
weil er keine anderen Hobbys. Ich ruf gleich meine Schüler an. Ich kann heute nicht kommen. Ich muss den Yoshi-Cup empfehlen. Bin doch zu doof für sowas. Peach weilt nicht mehr an jenem Ort. Sie ist tot? Dann rasch weiter, wir sehen uns am Palast. Das war wahrscheinlich alles derselbe Toad, aber in dem Moment hat er halt gerade geraucht. Das ist eine Kiste. Hä? Eine Tricktruhe? Mystery. Hier werde ich beibringen, mich zu verarschen. Mit euch will ich nicht kämpfen. Ihr seid doof. Nun sollen beide wohl unter Felsen eingeschlossen sein. Wenn niemand geht und rettet sie. Gib den Toad zurück, du Schwein. Reiz! Jumbo Kaleva! Okay, er hat Jumbo Schreiner beschworen. Aber das ändert nichts daran, dass wir ihn fertig haben. Bahnfahren ist das Größte. Dann war es noch nicht in Deutschland. Das Spiel ist doof, da verliere ich nur Münzen. Alles, was ich mir hier hart wieder erspart habe. Sagen kann das jeder, aber kannst du es beweisen? Zeig mal, dass du Mario bist. Wow, wir können springen. Wir haben Knie. Lass uns schnell heiraten, damit wir uns aufs Zimmer zurückziehen und unsere Flitterwochen planen können. Oh ja. Dann wollen wir mal, okay, Mario? Ja, ja, Flitterwochen planen. Ich weiß schon. Mama und Papa sind zum Berg und wollen nach dem Rechten schauen. Ob sie es wohl finden? Was ist das Rechte? Kiste frei. Doch erst musst du an mir vorbei. Oh Gott, er reimt. Würde den. Brauchst du der Vierte? Brauchst du der Fünfte? Und der Letzte, der steht da hinter der Ecke. Ist Mario gerade mit dem Schritt auf dem Stachel gelandet? Au. Das sind OW-Sterne. Oh, die heilt. Gleich verdreschen. Das macht die nicht nochmal. Bevor das Jahr zu Ende geht, habe ich passend zum Winter auch noch ein neues Let's Play angefangen. Nämlich ein kleines Karten-Roguelike, genannt Wild Frost. Bei diesem Spiel muss man versuchen, den Winter zu beenden, der die Welt in Gefangenschaft hält, indem man sich mit Karten durch verschiedene Gegner kämpft und am Ende einen Endboss besiegt. Das Spiel ist böckelschwer, macht einen Haufen Spaß und ich habe schon an den Kommentaren gemerkt, ihr habt richtig Bock da drauf. Und es wird im neuen Jahr auch weitergehen. Es kamen ja auch heute 3 Parts. Und es macht einfach so viel Spaß, dieses Spiel zu spielen. Und ich hoffe, ihr hattet auch nur halb so viel Spaß damit wie ich. Und es kamen noch nicht so viele Parts, deswegen ist der Zusammenschnitt auch relativ kurz, weil ja auch eine Einsendefrist war, bis wann ich die Zusammenschnitte brauche, die mir rausgesucht wurden. Und ja, ich wünsche euch aber trotzdem jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dem kleinen, aber feinen Zusammenschnitt von Wild Frost. Okay, Critical, wenn es die rechteste Karte in meiner Hand ist. Ich wusste nicht, dass Politik hier eine Rolle spielt. So, nachziehen. Tinte draufklatschen. Boss angucken. Boss für hässlich befinden. Den da legen wir mal auf Eis. Und warum bekämpfen wir überhaupt einen nackten Gnom? Dich halten wir tief gefühlt, dass du nichts Böses tust. Weil Böses tun ist hier nicht erlaubt. Ist ja klar, ist ja böse. So, du kriegst mal nicht aimless. Dann kriegst du nämlich auch die Schnauze. Das funktioniert jetzt 3-mal, aber halt nur 1-mal sozusagen. 1-mal, 3-mal, ihr versteht schon vielleicht. Macht der Affe, der schlägt zurück. Wie das Imperium. Boah, das Vieh hat richtig fett Angriff, sehe ich jetzt erst. Scheiße. I'm in danger. Da sind zu viele Fehler. Hilfe, der kleine Wolf möchte aus dem Monsterparadies abgeholt werden. Ich werde jetzt glatt ein bisschen melancholisch, denn das Jahr ist vorbei. Es kam dann nur noch Pokémon, das zweite DLC, aber das war ja schon inbegriffen. Das heißt, das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Ah, so ein Mist. Und dabei war es doch gerade so lustig. Naja, aber alles hat ein Ende. Und ich muss sagen, auch wenn es mit meinem Vater relativ doof angefangen hatte, über das Jahr hinweg hatten wir dieses Jahr so tolle Mitmachprojekte. Gerade mit Infinite Fusion habt ihr so toll mit interagiert und ich hatte so viel Spaß. Es kamen so viele neue Zuschauer hinzu.
Ich habe so viele nette Kommentare gelesen dieses Jahr. Ich habe einfach so viel Feedback von euch gekriegt. Ich fand es toll. Ich hatte so viel Spaß mit euch. Und ich bedanke mich wirklich für jeden, der zugeschaut hat. Aber zum Bedanken kommen wir gleich noch. Ich möchte mich nämlich erstmal bei denen bedanken, die diesen Jahresrückblick überhaupt möglich gemacht haben. Das wäre nämlich zum einen Ray, die eigentlich gar nicht möchte, dass ich mich großartig bei ihr bedanke, aber sie hat wirklich die meisten Ausschnitte hier rausgesucht. Wenn eure Ausschnitte nicht dabei waren, dann könnt ihr im nächsten Jahr einer von den anderen sein, die auch Jahresrückblicksausschnitte rausgesucht haben. Auch danke an euch, an Leute wie Hutz, der zum Beispiel mitgeholfen hat. Ich bedanke mich einfach, dass ihr da ein bisschen geholfen habt. Und nächstes Jahr macht Ray, glaube ich, nicht mehr so viel. Dementsprechend brauche ich im nächsten Jahr viele neue Leute. Das heißt, wenn jetzt Ausschnitte dabei waren, wo ihr euch gedacht habt, die waren nicht so lustig, oder ihr euch gedacht habt, ich habe aber andere Momente in Erinnerung, die ich gerne gehabt hätte, dann macht doch einfach nächstes Jahr mit und helft mir, Ausschnitte zu finden. Ich glaube, mit eurer Hilfe kriegen wir den Jahresrückblick noch besser nächstes Jahr hin. Jedes Jahr wird er länger und wird er besser. Nee, ich bin einfach unheimlich dankbar für die Leute, die mir geholfen haben, die mir auch über das Jahr hinweg geholfen haben, die einzelnen Projekte mitgespielt haben, die einfach dieses Jahr so lustig gemacht haben, wie es jetzt am Ende war. Ich meine, ihr habt es gesehen, es war wirklich toll. Und nicht zuletzt möchte ich mich bei den wichtigsten Personen bedanken, nämlich euch, den Zuschauern. Ohne euch wäre das alles überhaupt nicht möglich gewesen. Ohne euer Mitmachen, ohne eure Kommentare, ohne dass ihr die Videos guckt und Spaß damit habt. Ohne euch gäbe es Wolfbad LP gar nicht mehr. Und wir feiern nächstes Jahr nicht nur einen runden Geburtstag für mich, sondern wir feiern nächstes Jahr tatsächlich auch einen runden Geburtstag für den Kanal. Und dementsprechend ist das für mich wirklich, wirklich toll, dass es so viele Leute gibt, die einfach Spaß mit dem ganzen Kram haben. Und ich kann gar nicht sagen, wie toll ich das finde. Dementsprechend, danke an euch. An euch Zuschauer, die ihr mich über dieses ganze Jahr und jetzt über die inzwischen 9 Jahre Wolfbite LP begleitet habt. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt, dass ihr diesen langen Jahresrückblick ertragen habt, dass ihr im Jahr durchgeguckt habt, auch wenn ihr vielleicht nicht jedes Projekt geschaut habt. Ich bedanke mich einfach dafür, dass ihr da wart, dass ihr Spaß hattet und dass ihr, ja, alles so toll gemacht habt, wie ihr es gemacht habt. Ich freue mich auf ein neues Jahr damit. Und dementsprechend gibt es für mich, glaube ich, nur noch zu sagen, ich wünsche euch allen einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr, wenn ihr es im neuen Jahr seht. Und ihr wisst, was zum Schluss kommt. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit dem Jahresrückblick oder etwas anderem hier bei Wolfbite LP. Danke für das tolle Jahr und kommt gut ins nächste. Euer Wolf.